So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des DHB-Pokals, Runde 3, Viertelfinale. SC Magdeburg gegen Frisch Auf Göppingen, 29:25 Endstand, zur Halbzeit 15:13. Die erfolgreichsten Werfer vor 5.730 Zuschauern auf Seiten der Gäste. Michael Kraus mit 10 Toren, viermal von der Siebenmeterlinie, sowie Lars Kaufmann mit 4 Treffern, und auf Seiten des SC Magdeburg heute am erfolgreichsten 10 Tore durch Robert Weber, 6-mal von der 7-Meter-Linie, sowie Jakob Beerstedt mit 5 Treffern. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich Gästetrainer Magnus Andersson, und ich bitte um sein Statement zu diesem Spiel. Ja, schönen guten Abend und Glückwunsch Magdeburg und Bennett zum einen guten Start. Klar, ich bin enttäuscht, dass wir haben heute verloren. Finde, Magdeburg hat verdient gewonnen. Das war etwas besser als sonst heute. Klar, ich bin enttäuscht über unsere Leistung. Wir waren nicht da wie letzte Woche, in letzte paar Tage in Göppingen. Aber klar, da haben wir auch gewusst, dass Magdeburg kommt mit etwas anderes heute. Hier zu Hause mit vielen Zuschauern hatte von Anfang an etwas Druck auf uns gemacht. Mit unserer Abwehrleistung bin ich nicht 100% zufrieden. Wir haben viele Einzelaktionen verloren, und vom System finde ich, steht wir etwas gut da, aber wir haben viele Mann gegen Mann verloren. Etwas so einfach heute und etwas so defensiv, und wir haben unsere Aggressivität verloren da, aber wir kämpfen uns zurück, und klar, mit 2 Tore Unterschied in Halbzeit, dann ist man etwas optimistisch, und wir kommen auch zurück sofort ins Spiel, und wir haben ein paar Chancen gehabt, aber leider war das so ein Tag, dass wir haben viele große Chancen verschossen. Viele gute Winkel vom Außen, und klar, das tut weh, und dann soll man zurücklaufen, und dann kassiert man einen Gegenstoß. Und, klar, ich bin enttäuscht, aber so ist das im Sport, und wir können auch weiter konzentriert. Wir haben noch 3 Spiele in Bundesliga, so ja, danke. Dankeschön, Magnus Andersson. Ja, Bennett Einstands auf der Trainerbank der ersten Mannschaft am heutigen Tag. Wie sind deine Emotionen, wie sind deine Eindrücke bei diesem Pokalspiel? Ja, wunderschönen guten Abend erstmal. Vielen Dank, Magnus, für die Glückwünsche. Ich glaube, ich mache kein Geheimnis draus, wenn ich sage, dass ich sowohl erleichtert als auch glücklich bin. Ich muss der Mannschaft einfach ein riesen Kompliment aussprechen, wie das heute von der ersten Minute angegangen ist. Mit Herzblut, mit Leidenschaft, ist das schon annähernd das, was ich mir von einem Heimspiel, von einer Magdeburger Mannschaft vorstelle. Ich habe meiner Mannschaft auch gerade mitgeteilt, dass nicht ich dieses Spiel gewonnen habe oder Thomas, das soll nicht falsch verstanden werden, das waren die Jungs. Ja? Das waren allein die Spieler, die heute dieses Spiel positiv bestritten haben. Und das von der ersten Minute aus. Ich hatte nie einen Zweifel daran, dass wir heute nicht bereit sind. Klar ist auch, dass wir uns an dieser Leistung und an diesen Emotionen messen lassen müssen. Hundertprozentig. Ja. Magnus hat das schon ganz gut analysiert. Ich bin auch nicht mit allen Sachen heute einverstanden gewesen. Technisch, taktisch, glaube ich, haben wir noch Potenzial und haben auch einige Fehler gemacht. Es war schon der Plan, in der Abwehr vor allen Dingen im Zentrum kompakter zu stehen gegen starke Schützen wie Mimi Kraus oder Lars Kaufmann, und dann vielleicht mehr Chancen über außen zuzulassen und unseren Torhüter ins Spiel kommen lassen. Das ist aufgegangen, vielleicht war mir der ein oder andere Winkel dann doch etwas groß, aber Dario war halt einfach gut drauf, das muss man einfach sagen. Tempospiel, sind wir schleppend reingekommen. Angriffstaktik war genau das, was Magnus gesagt hat. Das war der Plan. Wir wollten breit spielen, das Spiel breit anlegen, isolieren, die Stärken von Besu ausspielen, ihn ins 1 gegen 1 bringen, dass wir vielleicht auch 2-Minuten-Strafen, progressive Strafen ziehen können, um dann öfters mal in Überzahl anzugreifen. Ist uns zu großen Teilen gelungen. Es gab aber auch schwierige Phasen. Und auf diese schwierige Phasen bin ich besonders stolz. Ich glaube, wir haben bis zur 20. Minute relativ viel im Griff und bekommen dann eine kritische Phase. Trotzdem gehen die Köpfe nicht runter. Wir bleiben positiv und kämpfen uns zurück. Wir hatten 2-3 Phasen, wo es kritisch war. Und es ist uns dann gelungen,
eine Schippe draufzulegen. Und das ist vielleicht eine Situation oder heute nicht immer so einfach. Heute haben wir es geschafft. Ich hoffe, wir können diesen positiven Effekt einfach in die nächsten Spiele mitnehmen. Und da erwarten uns bestimmt auch keine einfachen Aufgaben. Vielleicht war das heute sogar vermutlich eine der einfachen Aufgaben. Nicht, weil Göppingen ein schlechter Gegner ist, sondern weil wir halt diesen Effekt in dieser Halle einfach erlebt haben. Wir haben einfach fantastische Fans, fantastische Zuschauer, die uns tragen können. Die haben uns heute Flügel verleiht. Deswegen auch an das Publikum, an die ganze Stadt Magdeburg, vielen Dank für diese Unterstützung. Danke. Danke, Bennett Wiegertz. Sehr aufschlussreich und sehr intensiv. Steffen, was gibt es noch von dir zuzufügen? Ich glaube, dass man da nicht mehr allzu viel sagen kann. Das war schon eine richtige Analyse. Natürlich sind wir sehr, sehr zufrieden. Nach den turbulenten Tagen, die wir jetzt hatten, haben wir uns da natürlich auch erhofft, dass diese Reaktion auch kommt von der Mannschaft. Sie hat das sehr gut umgesetzt. Mit viel Leidenschaft, mit viel Aggressivität und wie Benno schon sagt, haben die Zuschauer mitgetragen und die Zuschauer haben uns das zurückgegeben und dafür möchte ich mich einfach auch nochmal bedanken für das Vertrauen, dass heute wieder 5.730 Zuschauer da waren und das ist ein schöner Moment jetzt. Wir sind jetzt in Hamburg, das war sicherlich so ein Zwischenziel, was wir auch hatten, was wir jetzt umgesetzt haben, aber es ist halt auch kein Selbstläufer. Also wir müssen uns jetzt natürlich auch wieder intensiv auf das Spiel am Sonntag vorbereiten. Die Hamburger werden das Spiel auch gesehen haben, also werden auch wissen, dass es momentan vielleicht nicht ganz so ist, wie vielleicht noch vor 2 Wochen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat die Mannschaft heute die Qualität gezeigt, über 60 Minuten, die uns schon immer in ihr steckte. Und wir sind heute einfach nur fröhlich. Dankeschön. Danke, Steffen Stiebler. Jetzt die Möglichkeit, Fragen an die Verantwortlichen zu stellen. Ich sehe, dass sich keiner groß meldet zu Wort. Ich habe vielleicht noch die Resultate. Kiel gegen Flensburg 27-34, damit Flensburg ein möglicher Gegner von uns in Hamburg dann am 30.04. Zurzeit zur Halbzeit Rhein-Neckar-Löwen gegen Melsungen 15-11 sowie der Bergische HC gegen Grün-Weiß-Dankersen-Minden mit 13-14 zur Halbzeit. Soweit diese Resultate vom DHB-Pokal-Spieltag. Dann sage ich Dankeschön, wünsche der Frische auf Göppingen angenehme Heimreise, schöne Weihnachten und hoffentlich erfolgreiches Jahr 2016 dann und uns am Sonntagnachmittag. 20. um 15 Uhr in Hamburg, geht's weiter. Und dann am 23. sind wir nochmal hier in der GTEC Arena und haben das Heimspiel gegen Wetzlar, bevor es dann zum Heiligabend und zum Weihnachtsspiel nach Mannheim geht. Danke euch recht herzlich. Bis dahin, Wiedersehen.